Hallo Leute, ich habe zwischen den Videos noch kurz Flick umgebracht. Das hat uns ein bisschen Karma eingebracht und ich glaube, diese Leather Armor haben wir von ihm gejoinkst. Er selbst hat auf jeden Fall keine Rüstung getragen, aber offenbar hatte er trotzdem eine zum Angebot. Ja, nein, den Rest von dem Blödsinn brauchen wir eigentlich nicht. So. Der war nämlich angepisst, dass wir ihm seine Kinderdiebe weggenommen haben, weil die Kinder ja jetzt alle ein schönes Zuhause haben im Süden, wo wir vermutlich noch immer nicht hingehen können, weil einer von den Typen dort noch immer geaggrot sein wird. Aber gut. Es sollte ohnehin keinen Grund mehr geben, dass wir da nochmal runter müssen. Ich lege jetzt noch möglichst viel in den Trunk hier. Nur für den Fall, dass wir extrem looten, wenn wir jetzt gleich die Slaver Guild umbringen. Also, was brauchen wir alles nicht? Dich schon mal. All das. Das meiste Zeug von dem sollte eigentlich nicht so viel wiegen. Aber was ist zum Beispiel mit euch beiden? Und mit dem Doctor's Bag? Das allein sollte eigentlich schon viel ausmachen. Der Rest ist nicht so schlimm. Ich nehme an, wir könnten unsere ganzen Microfusion Cells reinlegen. Die wiegen nämlich tatsächlich ziemlich viel für Ammo-Verhältnisse. Okay. Wir haben 75 Pfund frei, die wir jetzt mit Slaver-Scheiß füllen können. Aber damit wir den kriegen, müssen wir sie natürlich erstmal umbratzen. So, 104 von 104, das ist sehr schön. 113, nice. 90 von 90. Wenn Vic, ich glaube, auf Level 3 kommt, dann fängt er langsam an, auch wirklich gut mit Energy Weapons zu werden. Ich glaube, da macht er einmal einen Sprung um 30%. Ich glaube, von 35 auf 65, wenn er auf Level 3 kommt. Das heißt, Vic wäre im Super Late Game, vorausgesetzt, er hat noch ein paar Level Ups, eigentlich nicht so ein schlechter Charakter. Weil Zulik zum Beispiel hat gar keine Energy Weapons. Cassidy hat auch okay Energy Weapons. Dem könnten wir vermutlich jetzt schon die Plasma-Pistole in die Hand drücken und er würde ordentlich viel Damage damit machen. Aber gerade hier sollten eigentlich die Waffen, die wir jetzt haben, die typische Mid-Game-Bewaffnung noch immer reichen. Weiß nicht, ob wir Metzger so wütend machen können, dass er uns attackt, aber wir werden es einfach nicht abwarten, sondern einfach hier losballern. Alle Leute stehen um mich herum. Das ist perfekt. Ich will sowieso, dass die Slaver in erster Linie auf mich aggron, weil ich ja auch die beste Rüstung habe. Oh, und das war ein Insta-Kill. You killed the leader of the Slave Guild. 1500 XP, 5 Karma. Und es ist gar nicht so unwichtig, dass ihr Metzger killt, weil er hat tatsächlich eine nicht so schlechte Waffe, nämlich eine Schotti. Die anderen Leute hier sollten in erster Linie nur irgendwelche 10 mm Waffen haben, also entweder SMGs oder Pistolen. Dann pratzen wir dich noch um und jetzt geht's los. Okay, Skaven da hinten rennen weg. Und okay, scheinbar gibt uns unsere Combat Armor unmenschliche Dodge-Möglichkeiten. Das ist äußerst interessant. Ja, Vic wird sich hier ein bisschen. Vic. Ich würde sagen, Mick wird es hier ein bisschen schwer tun, weil es ein recht enger Raum ist. Und die Hunting Rifle mit dem Scope eben einen sehr fetten Malus frisst, wenn ihr versucht, nur ein paar Felder weit zu schlagen. Ich hoffe, du kommst nächste Runde auch auf die Idee, das Ding wieder anzulegen. So, wer von euch hat das Psycho genommen? Warst das du? Vermutlich. 43 von 43, 17 von 43. Also dich werden wir jetzt mal umbratzen. Das war easy. Ah, und jetzt ist die Frage, erreichen wir noch jemanden mit einem Schritt? Nein, das geht sich nie im Leben aus. Nein, nein, nein. Okay. Ja, wir können eine Sache machen. Wir können versuchen, jemanden zu prügeln.
Ah, nicht mal den treffe ich. Na gut, ein Versuch war's wert. Okay, Vic wurde statt mir getroffen. Das ist ziemlich schlecht, aber es ist so wenig Damage, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Wenn das wirklich der Psycho-Typ ist, und der jetzt beschließt, ein Nahkämpfer zu sein, dann habe ich damit ehrlich gesagt auch kein Problem. Wow, Vic kommt sogar auf die Idee, wieder seine normale Waffe zu zücken. Ich bin fasziniert. So, dann haben wir dich mal um. Und dann gehen wir vermutlich zu euch nach hinten. Die vorderen Teile dieses Gebäudes sind scheinbar noch nicht geaggrot. Vielleicht ändert sich das jetzt, wenn ein Typ rausrennt. Aber in erster Linie haben wir das mal recht schön im hinteren Raum hier contained. Der Typ ist tot. Okay, Vic schießt mal wieder daneben. Wieso nicht? Wie sieht's aus mit... Nee. Das sind irgendwie sehr, sehr schlechte Prozente. Wir werden die einfach so eine reinhauen. Und eigentlich, wenn wir schon genau 2 AP über haben, können wir mal auf halbem Weg nachladen. Ja, die machen einfach gar keinen Schaden mehr. Wenn man mal Combat Armor trägt. Combat Armor ist alles in allem die. Also vor allem die Mark II Combat Armor, die ich hier trage, müsste die viertbeste Rüstung im Spiel sein. Nice. Okay. Wir können aber den Combat nicht verlassen, das heißt. Obwohl sich jetzt nichts tut im Moment. Nein, wir können den Combat sogar verlassen. Okay, cool. Aber sobald wir hier rausgehen, wird das wieder anfangen. Was aber eh gut ist, weil wenn wir vorausgehen, bedeutet das wieder, dass alle auf uns losgehen. Hoffentlich. Und dann brauche ich keine Angst haben, dass meine Companions hier zu viel Damage abbekommen. Hauen wir hier einfach mal wild schwingend um uns. Wenn es eins gibt, das ich von Chivalry gelernt habe, dann, dass wild schwingen immer die beste Angriffsmöglichkeit ist. So. Ich hoffe, ich kann sie hier auf halbem Weg reinbaiten, aber scheinbar ignorieren sie mich da komplett. Weil dann wäre es für Vic und Cassidy ein bisschen leichter, näher ranzukommen. Cassidy? Magst du noch vorbeikommen oder eher nicht? Was? Okay. Ah, das war ein AP zu wenig. Okay, das hat irgendwie... Irgendwie habe ich nicht geschaut. Ich war fix überzeugt, dass ich noch 5 hätte. So, der flieht, das ist alles schön. Jetzt kommen auch die Leute von draußen rein. Trotzdem interessant, wieso Cassidy nichts macht. Ja, jetzt endlich. So, dann nehmen wir dir hier mal die Arbeit ab. Oder auch nicht. Okay, da sind schon zwei, die wegrennen. Der sollte jetzt auch noch dann reinkommen von der rechten Seite hier. Erstmal einen Nuka-Cola trinken. Ich hatte schon Angst, er verwendet vielleicht einen Stimpak. Was natürlich insofern schlecht ist, weil alle Stimpaks, die nicht verwendet werden, können wir einfach klauen. Wirklich? 5 HP? Na gut, warte, ich schlag dich mal bei der Tür raus. Und dann bringe ich dich auch noch schnell um, damit sich meine Companions endlich auf was anderes konzentrieren. Die 20% Trefferboni machen wirklich, wirklich viel für diese Waffe. Gut, und jetzt im Moment kann ich irgendwie gar nicht raus. Ja, dann fangen wir mal an, deinen Körper zu plündern. Oh, du hast nichts. Okay. Liegt hier noch jemand? Da liegt noch jemand. Sulik macht es irgendwie auch nicht so massiv viel Schaden. Ich meine, hin und wieder schon, aber jetzt im Moment gerade irgendwie nicht. So, was hast du dabei?
Nein, wir machen gerade eine Tür auf. Das ist nicht, was ich wollte. Auch nichts. Okay, vielleicht war sie enthusiastisch, den ganzen Platz, den ich im Inventar freigemacht habe. Wut? Okay, cool. So, aber das ist leider nicht gut genug. Wir müssen tatsächlich die Slaver killen. Dafür sollten wir XP, vor allem aber Karma bekommen. Das heißt, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass der Typ mir jetzt einfach da von der Map rennt. Ich werde das mal kurz beenden. Dann sollten sie eigentlich, wie auch die Wanamingos, versuchen zurückzukehren. Ansonsten habe ich noch eine andere Sache festgestellt. Wenn ich einfach speichere und wieder lade... Oh, shit! Dann sind sie meistens auch wieder friendly, weil sie sich das nicht merken, scheinbar KI-mäßig. Okay, nicht ganz sicher, wieso Vic diesen Typen nicht snipen will, aber gut. Wir werden ihn stattdessen einfach hoffentlich zurück. Komm schon. Okay, das war vielleicht doch ein bisschen anstrengend, als ich gedacht hätte. Was willst du denn von mir? Du siehst mich nicht mal mehr. Oh, shit. Okay, das funktioniert. So viel auch zu meiner Theorie, dass Vic nicht zurückschießt, weil er auf einem nicht-agro-KI-Einstellung ist. Aber was du jetzt noch von mir willst, das weiß ich wirklich nicht. Nichts dafür, dass wir die Slaver ausgerottet haben. Okay. Ich dachte, dafür gäbe es noch was. Aber scheinbar nicht. Gut, dann plündern wir hier mal alles, was da rumliegt. Ich meine, ich könnte die ganzen 10mm Pistolen mitnehmen. Aber, puh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mir das wert ist. Wir checken trotzdem alle Leichen, weil die Chance ist nicht so gering, dass jemand vielleicht noch ein Stimpack oder ein Psycho oder sonst irgendwas an Drogen dabei hat, die wir vielleicht wollen. Aber ansonsten, equipmentmäßig ist uns das meiste hier ziemlich egal. Okay, du hast nicht mal Munition dabei, das ist auch gut. Du auch nicht, interessant. Ich glaube, die Energy Cells, die wir in diesem Kampf verschossen haben, wären wesentlich mehr wert als alles, was wir hier zusammen plündern werden. Aber gut. Na bitte, zumindest ein bisschen Jet. Das wir eigentlich auch nicht brauchen, oder? Brauchen wir noch Jet für irgendwas? Naja. Wir könnten zum Spaß mal Jet-abhängig werden, aber das ist eher zart. So, und was hast du? Du hast Healing Powders, die nehme ich mal. Natürlich sind Stimpacks besser, aber was soll's. Hast du ein bisschen Shotgun Muni für Cassidy und einen Stimpack. Okay, wow. Gut. Dann gibt es natürlich noch etwas zu plündern. Beziehungsweise schauen wir hier mal kurz in den Kühlschrank. Wasser und Äpfel. Braucht niemand. Aber hier an der Wand sind locker mit immerhin 200 Gold. Und was haben wir hier? Gut, ein Magazin, das ist schon mal sehr nice. Und dann hier noch ein bisschen Muni für Cassidy. Passt. Jetzt reden wir kurz mit irgendeinem Sklaven und sagen ihnen, dass sie frei sind. Warum nicht zum Beispiel mit dir? You're free to go, Metzger's dead. One more thing, I'm looking for someone specific. Das kommt nur, wenn ihr erstens die Restoration Mod installiert habt und zweitens mit Zulik über seine verschwundene Schwester gesprochen habt. Do you know where other slaves might be held? There's a camp about 2 days travel southwest. Thank you. Now get out of here. So, bei den Slaves da oben gibt's nichts mehr zu holen. Die sollten jetzt doch alle ausbüchsen. Gibt's hier noch was?
Da, wo früher Vic festgehalten wurde? Nein. Nichts mehr. So. Jetzt reden wir mal kurz mit Rebecca, weil wenn wir ihr klar machen können, und dazu muss man irgendwie einen speziellen Dialog wählen, glaube ich, dass das durchgeht. You're not my mom. Rules. Let me ask you something else. Wir können irgendwie... Let me ask you a question instead. Wir können mit ihr nicht über Metzger reden. Oh, warte, du bist Mom. Das ist nicht dasselbe wie Rebecca. Willst du zufällig ein Feuerzeug? Oder eine Ladung Muni? Hier, nehmen wir eine Ladung Muni. Wir haben eben mehr als genug Shotgun Shells. Gib mir dein Geld dafür. Danke sehr. Vielleicht rede ich hier mit der falschen Person. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, Rebecca. Ich weiß, es gibt eine Person, mit der man über Metzgers Tod reden kann. Und dann müsst ihr auf jeden Fall klar machen, es ist eine Frau. Es gibt eigentlich außer Metzger fast nur wichtige weibliche Charaktere im Den. Lara, Mom, Rebecca. Ich meine, ja, es gibt Tubby als Händler und Smithy, der Auto fixt, aber die sind eher unwichtiger. Schauen wir mal, ob wir mit Becky darüber reden können. You see, Rebecca. Didn't you hear he's dead? He sure put up a good fight. He was such an ill man, a thank you would be enough, but you I know this isn't right. $1,000. Wir könnten es ablehnen für Karma, aber ganz im Ernst, wir haben genug Karma. Ich meine, wir haben auch genug Geld. Ist sowieso lächerlich, aber wir nehmen das einfach mal an. Thank you very much. Wir sind, glaube ich, schon auf dem höchsten Karma-Level mit Guardian of the Wastes. Ich weiß nicht, ab wann man das ist, vielleicht 500 oder so. Aber wir sind sowohl Champion, das heißt, Leute erkennen uns als ein Guter. Und wir haben, glaube ich, das höchste Karma-Level. Ich glaube nicht, dass es noch was drüber gibt. So, und jetzt wollen wir mal eine kurze Doktorrunde an uns selbst einlegen. Nicht, weil es so wahnsinnig effizient ist, sondern eher, damit wir ein paar XP rausholen. Wirklich jedes Mal nur 4? Irgendwie sollten wir mit 90% so um die 10 Punkte heilen normalerweise. Aber gut, scheinbar nicht. 4, 4, 5. Na gut. Soll sein. Und damit sind wir offiziell fertig im Den. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun und wir sollten vor allem auch jetzt idolized sein im Den. Sehr gut. Arroyo idolized, Klamath, Den... Vault City sogar schon. Interessant. Gecko, Morok und dann ein bisschen weniger. Und dann nur noch die Ghost Farm, ja. Gut. Das heißt, nächster Zwischenstopp, was wir jetzt auf der Karte haben, oder haben sollten, ist, wo Suliks Schwester und noch ein Haufen Sklaven ist. Die werden wir jetzt dann mal befreien gehen. Dann, sobald wir das machen, werden wir zum Umbra Tribe teleportiert. Dort können wir dann noch die restlichen Quests machen, die es dort gibt. Und dann endlich... Ich hoffe, sie nehmen das Auto mit, wenn wir da teleportiert werden. Ansonsten müssten wir zurücklaufen vom Umbra Tribe. Was jetzt nicht schrecklich ist, aber es ist eine Sache, die mir irgendwie gerade erst einfällt. Es kann sehr gut sein, dass da auf unser Auto vergessen wird. Na bitte, 7, 10, das sind so ungefähr... Die Regenerationsraten, die ich mir erwarte. Gefällt dir eine Healing? Gut, dir gebe ich jetzt mal kurz. Die restlichen Shotgun Shells. Bitte sehr. Und dann doktern wir uns noch einmal und fahren zu den Sklaven. Sollte reichen. Das wird jetzt ein bisschen ein offeneres Gelände. Das ist natürlich besser für Vic, aber ein bisschen zarter für uns Nahkämpfer. Da ist es. Slaver Camp auf halbem Weg zum Umbra Tribe.
Und es ist sehr gut möglich, dass. Ja. Oh, der erkennt uns sogar als Ranger. Ich dachte, vielleicht attacken sie uns sowieso, weil wir ja Champion und Guardian of the Wastes und was nicht alles sind. Aber scheinbar die Sache, die er an uns erkennt, ist, dass wir NCR-Ranger geworden sind, weil wir auch die Badge im Inventar tragen. Was tatsächlich cool ist, wenn das die Sache ist, auf die sie reagieren. Wieso nicht? So. Und wir sehen schon hier unten eine Haltezelle für die Sklaven. Dann hier ist mehr oder weniger das Hauptquartier. Und dann hier oben sind, glaube ich, noch mehr Sklaven. Und das sollte eigentlich auch kein schwieriger Kampf sein. Vielleicht ein bisschen schwieriger, weil die Bewaffnung ist minimalst besser. Aber es sollte absolut machbar sein. Oh, nice. Du kannst nicht mehr nach hinten fallen, weil da Zulik steht. Cool. Ha, aber sie hält zumindest zwei Schläge aus. Gut, und das wird dann auch der Kampf sein, mit dem wir dieses Video beenden, sobald wir hier fertig sind. Machen wir mal einen Cut rein und schauen uns dann das nächste Mal diese ganze Location hier an. Wenn Vic mal den Platz zum Feuern hat, ist er wirklich nicht so ineffizient. Ich weiß, ich mache oft Scherze über ihn, aber das gefällt mir eigentlich sehr gut, wie er sich da gerade verhält. Ich steppe mal kurz auf die Seite, damit die Leute ein freies Schussfeld haben. Und irgendeiner von euch sollte dann auch markiert sein als Slaver Overseer. Vermutlich einer von denen dreien, die hier gerade nach hinten raus. You see a scowling slaver covered in grime. See a slaver. See a slaver. Okay. Dann gehen wir mal erstmal hier rein. Und haben dann genau zu wenig AP, um noch irgendwas zu machen. Da schießt jemand durch die Tür. Du was mit dem Speer, das ist süß gegen Combat Armor. Hohohohoho. Oh shit. Cassidy wird wirklich gut darin zu snipen mit einer Autoschotti. Er wird gut darin, nicht mehr seine eigenen Leute zu treffen. Wollen wir es riskieren? Wieso nicht? Nice. Du bist auch nicht der Slaver Overseer. Faszinierend. Dan was hit instead of you. Vielleicht ist Dan der Slave Overseer. Vielleicht hat der Slave Overseer nur einen Namen und keinen Titel. Ah, kann gut sein, dass ich das mit dem NCR-Typen verwechselt. Der hatte ja tatsächlich keinen Namen, sondern nur den Rang Slave Overseer. Wie viel hast du noch? 21? Das könnte sich ausgehen. Ah, so nicht. Können wir nur versuchen, dich tot zu punchen? Damit. Ich will doch nur jemanden totprügeln. Ich habe es letztens mal geschafft in irgendeinem Test-Recording, dass ich jemanden totgeschlagen habe und dann auch eine komplett übertriebene Todesanimation gekriegt habe. Ich glaube, es hat seinen Körper zerteilt auf Brusthöhe. Was beeindruckend ist für einen unbewaffneten Schlag mit der Hand. Durchaus beeindruckend. So, dann swingen wir mal an dich. Weil du kannst genauso auch nirgendwo hinrutschen, weil hinter dir jemand steht. Dan hat 80 HP. Ich gehe mal davon aus, dass Dan hier der Anführer ist. Oh, und jetzt ist Dan vor allem tot. Okay, Zulik rennt da jetzt außen rum, weil er nicht an uns vorbei kann. Na. Goddammit. Das Problem ist, die Leute rutschen proportional weiter weg, je stärker ihr sie trefft. Goddammit. Also ich glaube, jeweils 10 Damage-Punkte sind ein Hexfeld, dass die Leute weiter wegrutschen. Und das macht halt. Wirklich, zweimal mit 95.
Das macht halt die späteren Encounter unglaublich zart. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir den Bonus-Move genommen haben. Schaut, wie weit die da wegrutscht. Ja, 66. Dass wir den Bonus-Move genommen haben, weil der einfach im späteren Spiel noch viel, viel besser wird, wenn ihr einfach die Leute immer weiter und weiter wegschleudert. So, und jetzt dich da unten noch. Und dann den hier oben, und das sollte es dann gewesen sein mit Slavern. Oh, da waren zwei unten. Ha. Faszinierend. Nice. Gut. Was würdest du sagen zu einem Schlag in die Augen? Cool. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und dann noch einen normalen. Goddammit. Jetzt habe ich in diesem Kampf schon dreimal mit 95% daneben gehauen. Na bitte. Und dann noch runterlaufen zu dir. Sicher gehen, dass ich niemanden im Schussfeld stehe. So. Ah, cool. Passt, so viel dazu. Das sollte soweit eigentlich passen. Und dann nur noch den letzten Typen da oben. Und zwar, wenn wir hier durchmarschieren. Und dann hier raus und dann mal warten, bis alle Leute da sind. Der hat nämlich sowieso einen Vorschlaghammer. Der wird sowieso auf uns zukommen. Leute. Okay, ja. Geht's doch hin, wo ihr wollt. Ist mir egal. Du lässt dich gut treffen, dafür, dass du irgendwie ein Nahkampfcharakter bist und deswegen vielleicht... Aber nein, das macht sogar Sinn. Wenn du ein Nahkampfcharakter bist, hast du schlechtere Perception und das bestimmt... Oder schlechtere Perception und Agility und das bestimmt deine Dodge-Rate. Okay, you've wiped out the Slaver Camp. Damit sind wir hier fertig. Und damit werden wir auch dieses Video beenden. Nächstes Mal werden wir dann vermutlich offscreen schon einen Plünderungsrun gemacht haben durch alle Leichen. Und dann werden wir hier auch noch die Sklaven freilassen. Und das könnte uns auf das nächste Level katapultieren. Naja, 5000 ist ein bisschen zu viel noch. Aber wir werden dann schon sehr, sehr knapp dran sein. Das wird sich schon bald machen lassen. Dann werden wir mal zum Umbra Tribe teleportiert. Da ist wie gesagt die Frage, ob das Auto mitkommt. Dann gibt es für den Umbra Tribe noch auf jeden Fall zwei, drei Quests, die wir machen. Ist wieder eine neue Location, die mit dem Restoration Project eingefügt wurde. Ist nicht die größte Location. Ist auch eher fürs Early Game gedacht. Deswegen, wir werden da ziemlich durchfetzen durch diese Quests. Und dann werden wir endlich zurückfahren in den Nordosten und alles in Vault City und Abbey und Gecko machen. Und dann haben wir mehr oder weniger den ganzen Nordteil der Map mal fertig. Ich würde sagen, das nördliche Drittel ungefähr. Dann könnten wir uns überlegen, einen Zwischenstopp in Reading zu machen, um dort die restlichen Wanamingos in der Mine zu clearen. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen stärkere Waffen haben, um dafür zu sorgen, dass sie nicht so schnell fliehen können, sondern sie gleich hinrichten, dann macht das den Kampf irgendwie ein bisschen einfacher. Und ansonsten, ja, vermutlich New Reno, NCR und Vault 15, Broken Hills, das sind jetzt alles Möglichkeiten. Irgendwas davon wird es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit werden. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.